Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Vielleicht habt ihr am Sonntag unser Video gesehen zum Saatgutfestival, unsere Reportage. Und was fehlt noch? Genau, die Auslosung zu unserem Blütenquiz. Ihr habt es gesehen, die einen oder anderen, die da waren, gewinne eine Aussaatbox. Und zwar könnt ihr gewinnen eine knackige Kohlgemüse, eiweißreiche Hülsenfrüchte oder bunte Kürbisfamilie. Wir verlosen also drei Aussaatboxen und dazu musste man ein Rätsel lösen. Dieses Rätsel, naja, ihr seht es ja jetzt gleich im Detail, werde ich euch aber auch noch für euch als PDF einmal ohne Lösung und einmal mit Lösung in unseren Shop stellen zum umsonst runterladen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch mal mit eurer Familie oder euren Gartenfreunden oder die Kumpels aus dem Schrebergarten auch mal machen. Also das gibt es demnächst jetzt hier online bei uns zum umsonst runterladen. Aber jetzt legen wir mal los mit der Verlosung. Los geht's! Hier habe ich jetzt alle abgegebenen Loszettel von dem Blütenquiz hier. Und ich schaue nicht rein, ich strecke die einfach hin und meine Losfee, der Gärtner, zieht jetzt einfach mal den ersten Zettel. Guckt tatsächlich zur Seite. Die Namen stehen eh unten. Ja, das sind glaube ich zwei, oder? Zieh mal ein. So, den ersten haben wir. Dann schauen wir mal, ob der richtig ist. Aus Gründen des Datenschutzes knicke ich das jetzt mal weg. Was haben wir da? Ich habe ja überall Nummern. 4, 6, 5, 12. Erste Reihe stimmt schon mal. Ich komme mir gerade vor wie beim Lotto. 8, 10. Oh, das ist leider falsch. Das stimmt nicht. Da ist auch der zweite Fehler drin. Schade, der geht schon mal leider raus. Dann ziehen wir den nächsten Zettel für die Kohlgemüsebox. Vier, sechs, fünf, zwölf, erste Reihe ist richtig, 8, 10, 7, 15, zweite auch, 3, 11, 14, 16, ja, 1, 9, 2, 13. Wir haben einen Gewinner für die Kohlbox und zwar ist das die Barbara. Barbara, wir haben ja jetzt deine E-Mail-Adresse, also werden wir dich anschreiben. Herzlichen Glückwunsch, ich lese deinen Nachnamen jetzt mal nicht vor, du kriegst von uns eine Kohlgemüsebox. Herzlichen Glückwunsch. So, die wegpacken, Gärtner, das ist Nummer 1. Jetzt haben wir ja noch zwei Boxen. Die wird jetzt gerade gesaved, die Barbara. Liebe Losfee. Jetzt geht's um die Hülsenfrüchte. Da steht auch eine Adresse drauf. 465, leider ein Fehler. Gewinne, gewinne, gewinne. Vier, sechs, fünf, zwölf, 18, 7, 15, 3, 11, 14, 16, 1, 9, 2, 13. Damit steht der Gewinner für die Hülsenfrüchte-Box fertig, fest und das ist die Sarah. Herzlichen Glückwunsch, Sarah, du bekommst die Box. Und die letzte Box, die Kürbisfamilie, die haben wir jetzt noch in der Verlosung. Also nochmal, liebe Losfee. Vier, sechs, fünf, zwölf, richtig. 18, 7, 15, 3, 11, 14, 16 und 1, 9, 2, 13. Auch die sind alle richtig. Und wen haben wir? Wow, die Blätter fliegen weg. Herzlichen Glückwunsch. Die bunte Kürbisfamilie, die Box geht in die Eifel. Die geht an die Nadja. Herzlichen Glückwunsch, Nadja. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ich glaube, anscheinend war es wohl doch nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, dieses Rätsel bekommt ihr jetzt bei uns im Shop umsonst, also ein kostenloser Download. Einmal die Vorlage ohne Zahlen und einmal dann halt die Lösung mit den Zahlen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ja, viel, viel, viel Rätselspaß. Liebe Barbara, liebe Sarah und liebe Nadja, herzlichen Glückwunsch. Wir schreiben euch an und dann geht die Box zu euch raus. Wenn euch so Sachen wie das Rätsel, was wir jetzt gemacht haben, gefallen haben, dann wünschen wir uns von euch einen Daumen hoch. Das motiviert auf jeden Fall. Vielleicht machen wir nochmal so ein Rätsel. Das könnt ihr euch dann bestimmt auch wieder runterladen. So tolle Projekte, die wir jetzt gemacht haben, werden wahrscheinlich jetzt erstmal so Richtung Herbst geschoben, weil wie bei euch auch steht der Garten jetzt im Vordergrund. Wir haben jede Menge zu tun und wir fangen gleich an mit unserem Hochbeet. Da ist ja der Chinakohl drin und der ist ja nichts geworden. Mal gucken, ob wir noch das ein oder andere essbare Blatt darin finden werden. Wir haben euch noch was verlinkt. Hier oben einmal das Video mit unserem Report zum Saatgutfestival und hier unten nochmal unser Video zur Aussaatbox, falls ihr sie noch nicht kennt, also die wir jetzt gerade verlost haben. Und hier unten haben wir für euch nochmal Instagram, also unseren Instagram-Account. Also frohes Werkeln, frohes Garteln, frohes Aussehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!